Wir werden heute zuerst mal on stream ein bisschen Slay the Spire zusammen spielen. Und um 23 Uhr werde ich nach sehr, 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 sehr langer Zeit mal wieder Beat Saber on stream spielen. Denn natürlich Hauptmotivation war natürlich die Tatsache, dass sie nur noch endlich für Steam Achievements haben. Und da lasse ich mich natürlich nie lumpen. Und das heißt, die werden geholt. On stream, ist klar. Und ja, das sage ich alles. Hallo Randy, hi TCP, hallo Globera, moin Zilla und Dani. Grüße euch, grüße euch. Ich würde sagen, ich spiele einfach schon mal so ein Run nebenbei. Das ist ja ein super chiller Projekt. Da kann man ja nebenbei übelst chillen. Ich mache einfach mal mit allen Run. Ich hab schon ein paar Stunden in dem Game drin. Mein favorisierter Charakter ist tatsächlich das Defekte. Weiß auch nicht warum. Ich finde den super geil, weil er so schön interaktiv mit seinen Kernen ist. Aber ja, ich spiele einfach mal jeden Charakter. Ich habe vom Game im Endeffekt immer noch überhaupt gar keine Ahnung. Das heißt, wenn ihr natürlich vielleicht so den einen oder anderen Rat habt, habe ich natürlich ein offenes Ohr dafür, damit ich quasi noch ein bisschen was lerne. Und wir gucken einfach mal. So, normalerweise nehme ich gerne zufälliges Boss-Relikt. Werde das aber bei ihm nicht machen, weil ich tatsächlich ein bisschen die Heilung nehmen möchte. Dann kann ich nämlich aggressiver spielen. Ich nehme einfach mal ein zufälliges, gewöhnliches Relikt und gucke mal, was passiert. Hi, Tibor und hallo, Jano. So, ich meine, mein Urlaub, was für ein Urlaub? Ich war nur zwei Tage, war im Endeffekt nur am Mittwoch, Dienstag in München auf dem Maschinenkonzert. Das war jetzt kein Urlaub. Wäre die nächsten zwei erhaltenen Flüche ab. Das war gar nicht so kacke. Hatte ich auch so noch nie. Sehr interessant. Der Kick-User, Dankeschön für 32. Zap. Vielen lieben Dank. So, gucken wir uns mal die Map an. Ich habe gelernt gestern, dass ich tatsächlich viel mehr Elite-Gegner mitnehmen sollte. Das ist zwar immer sehr anstrengend, aber ich habe das Gefühl, dass ich das durchaus sehr lohnen kann. Fangen wir hier unten an. Ich versuche immer so nach rechts Richtung Elite-Gegner zu gehen. Ich kann natürlich auch manchmal ziemlich krass nach hinten gehen. Aber ich gucke mir das einfach mal in Ruhe an. Okay, da kommt kein Angriff. Das heißt, wir können eigentlich easy hier zerschmettern machen und da nochmal einen Schlag raushauen. Nächsten Turn. Hallo Graver, grüß dich. Ansonsten muss ich gucken. Wir haben noch viel zu lernen im Spiel. Es hat so viel Isaac, so Potenzial in mir schon wieder ausgelöst. Sehr interessant eigentlich. So. Und ich habe auch gelernt, dass es völlig in Ordnung ist, auch diese ganzen Belohnungskarten, die man am Ende hält, wenn alle drei kacke sind, dann sollte man einfach mal Nein sagen. Ja, ja. Hallo Ash, grüß dich. So, füge 7 Schaden zum Mittel benommen. Nein, 14 Stahl. Das ist eigentlich jetzt okay. Schwert finde ich gut. Auf der anderen Seite finde ich auch 2 Schwach gar nicht so schlecht. Da wir noch keine Stärke-Buffs haben, vielleicht nehme ich mal Niederreißen. Ich glaube, mit Niederreißen haben wir noch nicht so viel Berührung. Ja, LGW, mach ich jetzt doch mal, wa? Hallo, Beast of King, grüß dich. Würdest du die Animation irgendwann ausmachen, dass der Bildschirm immer bei Schlägen wackelt? Stört dich das so sehr? Mich stört das nämlich nicht. Moin, Schuhens, danke für den 66. Weiß ich, TCP funktioniert aber nicht, weil der Token gerade nicht geht. Ich hab's schon probiert. Finde kann man transformieren eine Karte, verbessern eine Karte. Ich werde Karten verbessern. Ich werde mal jetzt eine neue... einen neuen Weg einschlagen. Ich werde mal vor allem Blockkarten verbessern. Irgendwas, was ich gar nicht will. Ja, ich glaube, schmettern will ich gar nicht. Habe ich noch nie gemacht, dass ich mal meine Blockkarten verbessere. Ich möchte aber auch mal kennenlernen, quasi, wie es ist, wenn ich in genau diese Richtung gehe. Den ersten können wir sogar direkt killen, das ist praktisch. Ist das so nervig mit dem wackelnden Bildschirm? Okay.
Okay, und weil du 400 Spielstunden hast, muss ich darauf verzichten? Klingt irgendwie nicht fair. Aber gut. Wird wahrscheinlich eh gleich keine Rolle mehr spielen. Verliere am Ende des Zuges ein TP und füge allen Gegnern 5 Schaden zu. Obwohl, eigentlich kann ich es mit ihm machen. 9 Schaden zu, lege eine Karte aus. Das ist ziemlich solide. Ja, klar, du kannst es auch durchspielen. Speed by Isaac, tatsächlich. 1:1. Jedes Mal andere Dungeons, also schon gleiche Gebiete, aber immer halt alles anders und am Ende auch unterschiedliche Bosse und dann hast du es irgendwann durch, genau. Löse eine Falle aus. Okay, komm. Als du den Götzen greifst und ihn verstaust, bricht ein riesiger Felsbrocken durch die Decke und schlägt auch neben dir auf den Boden. Du bemerkst, dass der Boden, werde verflucht, verletzt, erleidet 20 Schaden, verliere... Alter. Nimm die 20 Schaden. Aufgeschissen. Herr Hibrat, danke. Grüße aus Kopenhagen. Ja, Grüße nach Kopenhagen. Abfahrt. Wie in 30 Monaten. Vielen lieben Dank. Eigentlich war es jetzt ein bisschen heftig, dass ich mir jetzt so viel Schaden abgeben lassen vor dem Elite, aber... Ah, okay, der ist nicht schlimm. Der ist relativ easy. Also da habe ich zumindest keine schlimmen... keine schlimmen Erfahrungen bisher gemacht. 13 Damage. Was raushauen. Normalerweise hast du nach Elite recht häufig auch ein Bonfire. In dem Fall tatsächlich nicht. 18, Alter. Muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mal auf die Beteiligungskarten gehen wollte. Ein bisschen mehr Block mitzugeben. Weil die ja doch recht oft ziemlich fett reinhauen. Die Gegner lassen 25% mehr Gold. Ach, das ist die Götze, die ich bekommen habe. Stimmt, das habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Schon gut Damage, gell? So, außer kriege ich einen Block weniger. Ich muss viel gegen blocken wie möglich. Wie gesagt, meine Heilungschancen direkt danach so gering sind. Sechs Block nur noch, alter Verwalter. Ist aber nur noch 4 Damage. Diese Debuffs sind so heftig. Die haben wir verteidigen, ich glaube. Den ich jetzt mit 4 Angriff anzugreifen. Uff, und 18. Ja, ist aber okay. Das ist ein dauerhafter Debuff, das ist nicht mal einer per Runde. Ach du Scheiße. Oh, sorry, Entschuldigung. Okay. Ich hab schon verstanden. Minus 3 Angriffsschaden, jetzt mach ja gefühlt gleich gar nichts mehr. 9 und 3, das reicht nicht. Uff! Okay. Nett. So viel zum Thema, er ist nicht gefährlich, der Gegner. Normalerweise habe ich bei dem keinen Stress. Diesmal schon ein bisschen. Gibt es ein Erdbeer erhöhte? Na, das ist genau. Erzeuge eine Kopie einer Karte auf der Hand, füge allen Gegnern viel Schaden zu. Reizt mich gerade nicht. Okay, ich kann auf jeden Fall auf gar keinen Umständen, unter gar keinen Umständen da. Ach du Scheiße.
Muss ich ja schon fast da lang. Am Bonfire weit und breit. Muss erstmal gucken, dass ich das jetzt überlebe. Ja gut, das werden wir wahrscheinlich schaffen. Bleibst du an, du bleibst da. Normalerweise will ich mich ja auch beim Bonfire nicht heilen. Manchmal kommt man nicht drum rum. An die plus 7 TP schon ganz nett. Das ist nice. Für den Rest des Kampfes zwar stark, ist ziemlich stark. Gerade bei Bosskämpfen ist es sehr, 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 sehr gut. Ich würde super gerne da hochgehen, aber ich kann unmöglich mit 39 Leben noch einen Elite-Gegner nehmen. Dann heile ich mich lieber und probiere den Elite. Beziehungsweise eher den. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Oh, eine Menge Kleinscheiß. Dich mal weg und locken alles. Den finde ich im Übrigen auch mit Abstand den langweiligsten Charakter und spiele lieber mit der Blinden. Oh, okay, und sie greifen alle an. Das ist natürlich mit zwei verteidigen. Haben schon wieder reingehauen. Okay, die 5 Damage können wir auf jeden Fall nehmen. Colin! So, jetzt auch endlich offiziell 3 Jahre Sub hier beim unterhaltsamsten Streamer Deutschlands. Danke, danke, Colin. Vielen lieben Dank für 3 Jahre Support. So aggressiv zu spielen. Hi, Lord Obi. Was dann? Dann killen wir dich einfach. Allen Gegnern 8 Damage, das hätte ich gerade mal gebraucht. Ja, okay. So, Schatz, was gibt's denn Feines? Quecksilber-Sandurm. Füge zu Beginn deines Zuges allen Gegnern 3 Schaden zu. Okay. Wegen mir. Wie sehr es Hassan ändert? Gar nicht. Bloß weil es Karten besitzt, hat nichts mit Hassan zu tun im Spiel. Ah, oh, das Problem ist. Nee, ich kann da oben nicht lang gehen. Wir gehen auf den Elite. Immer wenn du dich aussuchst, kannst du an der Karte für dein Deck wählen. Okay. Aber dann muss ich halt ran. Let's go. Der haut immer recht heftig rein. 10 Damage. Das geht ja sogar noch. Dann nehme ich 1, 2, dann nehme ich die 2 Damage. Dann kann ich. Ja, so, ein bisschen auf Attack.
Das League of Legends Card Game hätte mich per se schon interessiert, auch von der Lore her. Das Problem ist nur, dass ich es absolut uninteressant finde vom Gameplay her. Schon um 6 erhöht, Junge, Junge. Aber ich muss halt, ne? Reicht das nicht für einen Kill? Was reicht denn? Passt! Guten Abend, ich verstehe das Spiel bisher gar nicht, aber du bist ein guter Entertainer. Dankeschön, Public. Kriegen das bestimmt schon irgendwie hin. Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn man so ein bisschen hinguckt, versteht man es irgendwann schon relativ schnell. Predator, Dankeschön für den 29. So, Charons Asche. Immer wenn du eine Karte erschöpfst, verursache 3 Schaden an allen Gegnern. Naja. Okay, und Knüppeln. 32 Damage auf einen oder an einem Block. 10 Block ist natürlich schon interessant. Allerdings ist 32 Damage auch nice, aber irgendwie ballert halt einen kompletten Turn. Ist halt wäre so ein Finisher. Boss. Ich überlege tatsächlich die Rüstung zu nehmen. Das Damage ist schon nice. Wenn die schon direkt auf Plus wäre, würde ich sie wahrscheinlich nehmen. Ansonsten reicht es zwar vermutlich nicht. Lightning, danke schön für den 11. Ich gehe mal weiter auf Block. Wollte ich mich in dem Run einfach so sehr sowieso drauf versteifen. Uff. Hallo. Was? Zum Teufel! So lange habe ich noch nie gebraucht, um Relikt zu kriegen. Oh mein Gott, das ist mein Ende. Nachdem du dich das Metall in der Säule gewählt hast, ist ein Relikt. Ich bin sehr lediert. Beendest du deinen Zug ohne Block, erhalte 6 Block. Okay. Das ist interessant. Uff, das wird übel. Oh, Jesus Christ. Okay, Spalten. Jawoll! Jawoll! Das war sehr gut. Da habe ich nämlich ohne Block beendet. Kriege die 6 Block, kriege nur 1 Damage. Und da ist der Kampf auch gefühlt schon wieder vorbei. Nice. Okay, das war gut. Füge 6 Schaden zu, füge Schlagkarte. Das ist. Der perfekte Schlag ist übelst insane, wenn du das richtige Deck dafür hast. Nochmal entwaffnen. Zweimal entwaffnen. Nicht uninteressant. In Anbetracht von Bossen. Muss mich definitiv ausruhen. Achso, dann kriege ich ja noch eine Karte, ne? Ah, Zusammenstoß finde ich gut. Da ich sowieso viel auf Block gehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Zusammenstoß nutze, sogar recht groß. Mit dem Boss hatte ich saulange Probleme, bis ich ihn so mehr oder weniger verstanden habe. Ja, ich muss die jetzt jedes Mal spielen, weil wenn ich sie nicht spiele, dann verschwindet sie aus meinem Deck. Und das wollen wir natürlich nicht. Hier nochmal 12 Block, 5 erholen, 2 Energie. So, wo wir gerade bei Block sind, trinken wir sofort. 2 schwach und entwaffnen. Ich glaube, da sehe ich mich.
kann ich sogar das noch machen, weil keine andere Karten da ist. Da habe ich ihn sogar, jetzt habe ich sogar verhindert, dass er angreift. Da habe ich zwar meinen Trank jetzt verballert. So nicht so schlimm. Er macht jetzt kaum noch Damage, aufgrund der Tatsache, dass ich ihn jetzt schon so zweimal richtig gemacht habe, was den Waffen angeht. Die Karten sind natürlich erschöpft, weil ansonsten könntest du ja jeden Gegner übelst runterbringen. Ich greife ihn nicht an, weil ich sonst Damage kriege. Wobei, pass auf, das ist egal. Einmal kann ich es machen. Und die Bosse sind random, ja. Das ist alles in dem Spiel random. Genauso random wie Isaac. Ja, das ist sehr gut. Den brauche ich nur einmal verteidigen, theoretisch spielen. Oh, das ist sehr nice. Dann gehe ich auf volle Kanne rein. Ja, ich kassiere zwar ein bisschen Schaden, aber ich will ihn auch ein bisschen down bringen. So. Hier mal einen Schaden. Ein bisschen verwirrend, weil hier steht einmal 4, aber tatsächlich sind es 4 mal 1. Also er macht quasi einen Damage mal 4. Müsst ihr euch das, vorstellen. Ja, dann ist es ganz klar, hier der Block, damit die Karte nicht verschwindet. Und dann einfach ihn quasi mundtot machen. Er hat jetzt nicht mal Damage gemacht. Jetzt gibt er sich Armor, das heißt, es ist ein Turn, wo wir volle Kanne auf Damage gehen können. Also man sieht halt hier immer über dem Gegner, was als nächstes kommt. Ob er angreift, ob er einen Buff macht oder ob er sich Armor gibt. Müsste wieder ein sehr starker Angriff kommen, genau, 28. Wir können jetzt versuchen, einfach das wieder abzuwehren. Ja, passiert auch. Ja, genau, die Moves der Gegner sind nicht random. Also irgendwann rast du die Gegner schon. Dann kannst du sie auswendig quasi. Das ist wie Isaac. Du musst das einfach lernen und irgendwann ist das Spiel dann halt auch irgendwann ist es halt auch einfach. So. Oh, ich will eigentlich nicht zweimal Damage mehr machen. Jetzt schon. So, ne? Wenn du Isaac oft genug spielst, ist Isaac ja auch irgendwann einfach. Und genauso ist es hier. So, zweimal verteidigen. Ja, ist klar. Also nur damit ich den machen kann. Und die 14 Damage sind hier sehr stark. Nach dem Boss ist man im Übrigen immer vollkommen geheilt, also man kann beim Boss auch ein bisschen aggressiver spielen. Jetzt kriege ich aber einmal noch auf die Fresse mit 11. Nein, das kommt nicht auf YouTube. Das wird ja auch kein richtiges Projekt. Das spiel ich ja heute nur so als Überbrückung. Jetzt haben wir ein Gleis. So, das war's. Boss down. So, was gibt's hier? Alte 4 Panzerrüstungen. Naja. Okay. Oh, du bist nicht mehr erschöpft auf Ekstase Plus. Oha. Okay. Wieder einen Gegner Fischer anzuheile, so viele TP wie die Gegner TP verloren haben. Wow, das ist insane. Wow, Schnitter ist ja übelst geil. Okay. Oh, der Block verfällt nicht mehr. Ist ja sowas von stark.
Ja, das nehme ich. Das mache ich sehr gerne. Hans Benger, Dankeschön für 56 Monate. Noch 4, dann sind es 5 Jahre Feindsunterhaltung. Vielen lieben Dank, Hans Benger. Auch auf dir 2. Vielen Dank. Ich habe noch nichts nachgekocht. Oh, die meisten Zutaten kriegst du hier nicht mal. Entferne 2 Karten aus deinem Deck, erhalte in deinem Zug, du kannst nicht mehr als 6 Karten pro Zug ausspielen, das werde ich sowieso vermutlich nicht. Oh, dann ist es sau stark, das Halsband. Siegt Eliten hinterlassen ein weiteres Relikt, habe ich schon mal genommen, hat mich dann einen Run gekostet. Ich nehme jetzt das Samthalsband, weil das bedeutet, dass ich eine Karte pro Zug mehr spielen kann. Und im Anbetracht der Tatsache, dass mein Block jetzt stackt und nicht, also normalerweise verfällt Block immer nach einem Zug. Und da das jetzt stackt, kann ich mir vorstellen, dass das sehr, 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 sehr stark sein wird. So. Zwei Feuer und ein Elite. Ne, 3 Feuer und ein Elite. Ich glaube, ich mache diesen harmlosen Weg hier. So, die hasse ich, weil die nehmen 50% weniger Damage von allem physischen Schaden. Das kostet dich halt einen kompletten Turn, Barrikade zu machen. Das ist halt schon nervig. Aber es geht. Versuch mal so wenig Damage zu kriegen wie möglich. Es gibt 3 Akte. Also quasi 3 Bosse. Ich hab's noch nicht einmal durchgespielt, by the way. So viel Zeit hatte ich noch. Dafür hatte ich meistens immer am Ende ein bisschen zu viel Pech. Da Spalten ist auf jeden Fall schon wieder Hammer. Macht zwar jetzt nur 4 auf alle, aber ist ja trotzdem gut. Und jetzt können wir mal gucken. Einen können wir auf jeden Fall killen. Also wir machen immer nur die Hälfte, ne? Das heißt, hier machen wir 7. Das heißt, wir machen 13 Damage. Eigentlich schon ganz gerne lieber. Ne, was auch immer das hier. Oh, jetzt nimmt er sogar 14. Wenn du die betäubst und sie zu Boden gehen, dann nehmen sie wieder normal Damage. Ja, müsste ich 6 Block bekommen, richtig? Ja, ja. Dash ist korrekt. Ja. Wieso machen. Sehe ich auch als sehr starken Turn an. Spielst du trotzdem nicht immer aus. Also. Kommt natürlich immer auch ganz drauf an, gegen wen du kämpfst, etc. Also der ist down. Aber wir werden in die Situation schon noch kommen. Also vorhin hat es zum Beispiel keinen Sinn gemacht, das zu machen. Muskelspiel finde ich an sich immer ganz interessant. So, als du die Stadt durchstreifst, fällt dir eine Wand auf, die mit Schriften der Ahnen bedeckt ist. Als du zu begreifen versuchst, was die rätselhaften Symbole und Glyphen bedeuten können, beginnt die Inschrift zu leuchten. Auf einmal wird dir eine Bedeutung klar. Entferne eine Karte aus dem Deck oder verbessere alle Schläge und Verteidigungen. Ja? Was zum Teufel? Alles verbessert? Und bitte. Hier können wir das Deck im Übrigen nachgucken. Normalerweise sind die Decks immer recht groß. Ich halte sie aber jetzt mal klein. Das halt. Übelst gut. Also alle Schläge und Verteidigung sind jetzt auf Plus. Mega. So, bei ihm zum Beispiel wird es sich schon lohnen mit dem, was wir da hatten. Ich würde sagen, direkt 2-mal entwaffnen. Dann macht er nämlich plötzlich nur noch 6 statt 10 Schaden. Machen selber Damage. Und ein Heal. Krieg nur 1 Damage. Das ist völlig in Ordnung. Hi Joker, grüß dich. So, ja, 2 verteidigen. Dann kann ich nämlich richtig viel Damage machen. Ich kann alles spielen, stimmt, weil wir ja jetzt immer 4 Energie pro Turn haben. Es ist so insane. Guck mal, jetzt diese 12 Energie, also diese 12 Armor, die ich jetzt hatte, die ist halt jetzt weg. Und hätte ich jetzt vorher Barrikade gespielt, dann wären die geblieben. Und genauso machen wir es jetzt auch. Wir spielen jetzt die Barrikade. Und spielen auch nochmal Verteidigen, weil es halt doch mehr ist, als ich, wenn ich gar keinen Block spielen würde, wäre.
Ja, und jetzt habe ich halt diese zwei Armor, die bleiben jetzt für den Rest des Kampfes. Lohnt sich halt meistens nur wirklich krass bei Bossen, sage ich jetzt mal. Aber letztendlich, oh, dieses eine Energieding mehr ist halt schon echt stark. Ich habe jetzt 25 Armor, der wird mir zum Beispiel jetzt für den Rest des Kampfes nicht einmal mehr Damage machen. Völlig unmöglich, dass er so viel Damage macht. Und deswegen können wir jetzt auch ganz gemütlich... Wir können sowieso immer alles ausspielen, das ist so geil. Oh, dieses plus 1 Energie, ne? Das ist viel krasser, als ich vermutet hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. 4 Panzerrüstung, 5 erholen, 2 Energie. 2 Energie brauche ich vermutlich gar nicht. Das kann ich abwerfen, nehme ich den Gifttrank mit. Gift ist dann auch spätestens bei Bossen relativ nice. Alte 2 Wunden, dafür aber 15 Block. Das ist natürlich auch in Anbetracht der Tatsache sehr interessant, dass wir Block stacken können. Aber ich will eigentlich nicht 2 Wunden auf die Hand haben. Oder warte mal. Nee, hat keinen Sinn. Ich würde sagen, ich überspringe das hier. Du kommst dann für die Bibliothek. Wähle eine von 20 Karten für dein Deck oder heile dich. Na, dann nehmen wir natürlich eine Karte. Was gibt's denn hier Hübsches? Knaufschlag ist eigentlich auch sehr nice, weil wir eine Energie mehr haben. Nochmal eine meisterhafte... Oh mein Gott, noch eine meisterhafte Rüstung? Das ist so gut. Ich mache jetzt mal einen übelst defensiven Run. Ich habe noch nie so defensiv Slayer the Spire gespielt. Ich muss es probieren. Einfach nur, weil wir stacken können. Okay, meisterhafte Rüstung müssen wir in dem Turn sowieso spielen. Und den Rest können wir rauskloppen. Ah, hätte ich Muskelspiel vorher gespielt, wäre der Tod gewesen. Das war natürlich dämlich. Nein, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. So, der ist jetzt sowieso down. 15 Damage. Also entwaffnen, verteidigen, verteidigen, Schlag, Zusammenstoß, bam, fühlt sich sehr gut an der Run. Der ist jetzt sehr gut an. Diesmal kann ich nicht alle Karten auf einmal spielen, das ist aber in Ordnung. Und kein Block, deswegen nur Attack. Ja, die Stärkekarte für den Müll, I'm sorry. Eigentlich brauche ich es jetzt nicht mehr machen. Ich mache es trotzdem, weil es sich in dem Turn angeboten hat. Und ich halt jetzt einfach für den Rest mega chillen kann. Ja, 27 Armor, dann bin ich schon wieder safe. Echt geil. Und dass auch alle Karten verbessert wurden, ist so stark. Ey, die Bibliothek war gerade so sick. Top. Niederreißen. Verdopple deinen aktuellen Block? Was? Okay, das wird ein sehr defensiver Run. So, dich könnte ich auf 13 Block erhöhen. Das lohnt sich nicht so. Dich könnte ich einfach günstiger machen, was auch mega nett ist. Du machst einfach 18 Damage. Ich glaube, das ist sehr stark. Den Rest des Kampfes 3 Stärke verlieren ist halt auch... Damn. Ich denke, Barrikade muss ich nicht auf 2 machen, weil wir 4 Energie sowieso haben. Ich glaube, das ist gerade für Elite und Bosse, dass ich dem 3 Stärke, also insgesamt 5 nehme. Glaube ich, absolut mega geil.
So, gucken wir mal, was der Elite geht. Oh shit, das sind eine Menge Leute. Okay. Uff. Und die greifen alle an, ich habe keine Heilung. Kein Armor. Okay, das heißt, ich entwaffne. Eigentlich muss ich dich entwaffnen, weil du am meisten Armor hast, am meisten Leben hast. Entwaffne ich dich. Entwaffne dich. Wende hier zwei schwach an. Und töte den dann zuerst. Das ist der Plan. Ich habe noch 6 Armor bekommen, weil ich einmal gar nichts gespielt habe. So, verdoppelt deinen aktuellen Block. Das wird jetzt halt nur interessant, wenn wir das halt eigentlich schon vorher spielen. Greifen wieder alle an. Dann spiele ich jetzt Barrikade und töte einen. Blocke ich immerhin das Damage von 9. Ordnung. Dann können wir alles spielen. Ja, der Rest des Kampfes ist eigentlich safe. Ich habe jetzt leider auch einen Debuff, normalerweise hat die Karte ihn getötet, aber da am Anfang des Kampfes, des Turns eh 3 Damage auf den geht, kann man das so machen. Genau. Ja, das sind Debuffs, die kann man nicht spielen, die müllen dir nur die Hand zu und machen halt dir das Leben schwer. Das ist alles. Das machen diese Debuff-Karten. Und die kriegt man leider auch, wenn man zum Beispiel gar keinen Damage kriegen würde. Aber ich muss halt jetzt... Den Rest des Kampfes muss ich halt nicht mehr verteidigen und deswegen ist das mit dem Stacken so geil, weil du einfach dann nur noch draufhauen kannst. So, was gibt's hier? Immer wenn du einen Fluch erhältst, erhöhe deine Maxi TP um 6. Nett. Den Trank brauche ich sowieso nicht. Über 8 Schaden, so mit jedem Spielen dieser Karte erhöht sich ihr Schaden in diesem Kampf um 5. Ja, fair enough. Machen wir. Auch noch mal verbessern. So, kryptische Schriften. Okay, was gibt's denn hier? Verliere ein TP. Los. Verliere noch mehr. Ja, komm. 3. Weiter, komm. Erhalte das Buch. Ja. So, was kannst du? Der erste Angriff, der in deinem Zug gespielt wird und 2 oder mehr kostet, wird 2-mal ausgespielt. Nimmst du dieses Relikt, wirst du verflucht. Haben hier gerade in irgendwo einen Shop? Komm nicht mehr zu einem Shop. Oh... Problem ist, der erste Angriff, der 2 oder mehr kostet. Ich habe gefühlt keinen. Ich habe Niederreißen. Das wendet dann, wäre auf 4 schwach. Das ist alles. Das ist der einzige, der 2 kostet. Ich glaube, ich lasse das mit dem Fluch. Wir kriegen jetzt nochmal was. Immer wenn du in einem Zug 3 Fertigkeiten ausspielst, verursache 5 Schaden an allen Gegnern. Oh krass. Oh, du machst erstmal richtig Damage. Kriegen sogar 3 Damage. Nochmal so viel. Geht halt gerade wieder irgendwie nicht so. Na klar, das wäre 16 Blocks, das ist nice, aber ich bin eigentlich auch beruhigt, jetzt einfach auf Damage gehen.
Also Barrikade musst du jetzt hier nicht mehr machen. Kannst du nicht. Ja, echt nicht killen, ne? Aber oh, Mann. Ziehe 3 Karten. Du kannst in diesem Zug keine weiteren Karten ziehen. Ist an sich interessant, bringt uns aber nichts. Mich ein benommen? Nein. Ehrlich, ne? Verbessern wir mal noch eine Karte. Ich glaube, es. Ja, verbessern ist schon in Ordnung. Und zwar. Was kannst du. Oh, dann wird das jedes Mal um 8 stärker. Nice. Mit jedem Spielen. Das ist eigentlich echt stark. Ich glaube, das probiere ich mal. Und direkt 2-mal entwaffnen, easy. So geil mit dem automatisch 6 Rüstung. Das ist stark. Ein 30 Block und er verfällt. Das ist schon ein bisschen schade. Wann war. Genau, immer wenn eine Nicht-Angriffskarte ausgespielt wird, wird ein Benommen in meinen Nachziehstapel, also das hier. Nein, in das hier. Gepackt. Also jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Messerhafte Rüstung spiele, passiert das. Und durchaus scheiße. Das ist in Ordnung. Nee, will die Karte nicht hergeben. Dann kann ich jetzt nämlich ihn killen. Das packe ich auf ihn drauf. Na, ob er den Buff macht oder nicht, ist ja wurscht, der stirbt am Anfang des Turns. Wo ist das? Das Benommenzeug jetzt. Ja, ich kann das ausspielen, aber auch nur, weil es was anderes nicht ist. Block. Mach's nicht so lange. Zieh eine Karte. Nö, kannst du von Liebig auf verbessert werden. Oh, Händler. Das entfernen. Ja. Hätte ich das mit dem Händler mal gewusst, dann hätte ich das mit dem Fluch natürlich machen können. Braucht beim Aufheben 5 Tränke? Nein. 2 Trankslots? Nein. Gegner mit Verwundbar erleiden 75% mehr Schaden. Aber wir haben kaum was mit Verwundbar, ne? Wir haben nur schwach. Ja, genau. Nur schwach, kein Verwundbar. Er lohnt sich also nicht. Aber ist nicht schlecht. Das lasse ich. Ich will jetzt vom Boss nur noch heilen.
Ja, der Kampf geht ein bisschen länger, da kann man die Barrikade machen. Das war eine Menge Damage. Dafür kassier mir alle auf. Entweder oder so ungefähr. Oh ne, das brauche ich gar nicht. Das heißt, Vollgas. Das macht doch mehr Schaden, als ich dachte. Jetzt war gar nicht nötig gewesen. Okay, Flinkheitstrank, alte 5 Geschicklichkeit. Das ist nicht schlecht. Gerade im Hinblick auf den Stacks. Okay. Lässt es mit dem Internet? Okay. Das ist ja scheiße. Aber ganz dringend heilen. Die 2,5 Schaden zu. Oh, das ist der, der 2 Ads macht, ne? Oh, okay. Okay, das muss ich so oder so machen. Boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Damit hat nämlich 2 Ads, das ist relativ heftig. 14 Damage, brauchst du so schnell wie möglich, dass wir stacken können. Okay, entwaffnen, toben. Safe dran. Und dann verteidigen und verdoppeln, damit ich in dem Turn definitiv nichts kassiere. Und 10, ja. Okay, oh no, es stimmt, der bufft ja auch noch. Okay, das ist die Barrikade. Oh mein Gott, ist das eine Menge Damage. Leck mich fertig. Ich habe natürlich kein Armor in dem Turn. Oh, ich könnte einen der Kleinen killen. Ich glaube, das muss ich sogar jetzt machen. Normalerweise macht man es nicht. Also ich bin zumindest bisher immer ganz gut gefallen, wenn ich die nicht gekillt habe. Aber ich muss zumindest 10 Damage wegmachen. Außerdem spawnt er die danach im nächsten Turn. Das bringt mir also einen Turn. Das ist dann in Ordnung. Kriege ich nur 20 Damage. Übel. Ah, spawnt ihn nicht mal nach in dem Turn. Aber ich kann jetzt meine Rüstung immer verdoppeln. Das ist halt das Wichtigste. Beiden kann ich spielen. Aber jetzt stacken wir Armor. Und das ist. Dementsprechend sollte eigentlich ab jetzt schon der Kampf. Oh no, stimmt. Oh nein, der macht diesen Debuff, dass wir 3 Züge lang schwächer sind. Oh, damn. Hi, Jesse, grüß dich. Okay. Entflammen, Muskelspiel. Schlag, verteidigen, Zusammenstoß. So, den Kleinen kill ich jetzt nicht. Den kill ich erst, sobald er den Nächsten wieder nachspawnt. So kann man den ein bisschen zum Nachspawnen zwingen. Oh, crap. Oh mein Gott, machen die viel Damage! Ich krieg keine Verteidigung, Mann! Ich bin tot. Na, dann kann ich es irgendwie verhindern. Ich kann es noch verhindern, einen Turn lang. Ich
Ja, das Problem ist halt, die Debuffs, die sind zu übel. Ich kann nicht verhindern. Oh, yes, yes! Oh, yes! Oh mein Gott, das ist noch nicht vorbei. Block. Oh mein Gott! Habe ich das gerade gesaved? Oh mein Gott! Das sollte reichen. Aber jetzt nur noch Attack. Let's go. Oh, die Stacks, Leute. 84. Woo. Das war halt wirklich nice. Oh, boy. Dadurch werden ja Bosse gefühlt schon zum Kinderspiel, sobald du das einmal so eine richtige Armorwelle raus hast. Puh, so close. Boom. Chapter 2 fertig. Doppel deine Stärke. Ja, warum eigentlich nicht? So, ersetzt glühendes Blut. Das ist das hier, ne? Das heißt, heile am Ende des Kampfes 10 statt nur 6. Nice. Wähle 5 Karten für dein Deck und erhalte in deinem Zug. Beginnst Kämpfe mit 2 Wunden im Nachziehstapel. Also, das bedeutet, dann hatten wir 5 Energie. Brauche ich meistens gar nicht. Ich lasse mich lieber um 10 heilen. Defensiver Run, wie gesagt. So, das Jenseits ist der letzte Akt. Wenn ich den jetzt schaffen würde, hätte ich es durchgespielt. Ich habe noch nicht geschafft bisher. Dementsprechend muss ich jetzt einen sehr intelligenten Weg gehen. Mit möglichst viel Bonfire. So, hier auf dem Weg habe ich nur 2 Bonfire. Hier hätte ich 1, 2, 3, 4. Das ist, ich gehe diesen Weg hier. Let's go. Ich war noch nicht mal beim Endboss. Weil ich hab einmal Chapter 3 gespielt und habe ich so auf den Sack gekriegt. Also so richtig heftig. Okay, die 2 Stärke nehme ich mit. Ich gehe auf voll Defense. Was ist das hier? Wird nach 2 Tügen mit 50 TP wiederbelebt. Ach, die muss man möglichst gleichzeitig killen. Ich kenne die Gegner noch nicht. Wie gesagt, ich habe einmal Akt 3 bisher gespielt. Ja, ich denke, Barrikade wird sich hier lohnen langfristig. Ein Nahkampf zu werden. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Ja, sagen wir, weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Genau. Möglichst gleichzeitig killen. Ich sag mal, bewusst viel Bonfire nehmen wollen. So, Spalten wäre gut. Immer natürlich nicht. Thank you.
Okay, hat geklappt. Spalten plus. Erhalte am Ende deines Zuges 4 Block. Immer. Ist auch sehr stark. Ich glaube, Spalten plus gefällt mir für Akt 3 ganz gut. Oh, ein Gegner. Okay. Okay. Ja, der Rest des Kampfes sollte aber schon wieder gehen. Brennen konnte man nicht spielen, ne? Die zwei Schaden musste dann. Okay, und nur Armor. Ja, ist egal. Da habe ich wieder genug Armor für den Rest des Kampfes. Wo ganz so viel Armor gab, da werden wir wahrscheinlich auch nur Attack kriegen. Pretty much. Doppelt deine Stärke. Ab auf 4 rauf. Ja, 15 Damage schon. Das erbufft sich jedes Mal plus 3 Stärke. Böser Dude. Er ist down. Füge bei allen 7 Schaden zu und ein verwundbar. 10 Schaden zu und ziehe an der 8 Block zu einer Karte. Ja. Mehr Block. So, kurz gucken, ob es nicht eine Karte gibt, die jetzt gerade zu meinem Deck gar nicht mehr passt. Nee, passt schon. Ja, doch, Niederreißen passt in mein Deck nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, oder? Ist das in mein Deck? Eher Eisenwelle. Eisenwelle ist doch schwach. Eisenwelle weg. Ah, nochmal verdoppelt deine Stärke. Nice. Was? Verkauft Barrikade? Bist du besoffen? Ach, Block und noch eine Karte. Hier. Wenn du den Block deines Gegners durchbrichst, hören wir 2 verwundbar an. Ist gut. Heilung ist während des Kampfes effektiver. Heil mich aber nicht während des Kampfes. Wenn du im Kampf TP verlierst, erhalte im nächsten Zug 3 Block. Das ist irgendwie nicht so geil. Beide noch mit. Okay, wir fangen schon gebufft an. Wenn ich meine Stärke verdopple, wo ich noch gar keine gebufft habe, kriege ich dann eine? Oder wie funktioniert das? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh, die hauen hier ganz schön auf die Fresse. Ich sollte vielleicht lieber mich bemühen zu killen. Mii, danke schön für den 5. Sub. Vielen lieben Dank. Boah, das war ein netter Turn. Thank you.
Ah, ich nehme die vollen 13 Schaden. Hauptsache ich habe schon zu viel Stärke. Ist okay. Ich kriege ja nicht mal die vollen, sondern nur 7. Eigentlich in Ordnung. Damage schon eine Ansage eigentlich. Ich schöpfe alle Handkarten außer Angriffen 20 Damage. Ehrlich gesagt mit Zusammenstoß dann nochmal lieber. So, einmal noch können wir uns heilen. Oh, was bist du? Dich kenne ich noch nicht. Was? Wait, was ist das denn? Wir sehen immer 27 Schaden. Stirbt in 5 Zügen. Verliert beim Erleiden von Schaden genauso viel Stärke für diesen Zug. Hält am Ende des eigenen Zugs 3 Stärke zurück. Was ist er denn für einer? Oh mein Gott, ich habe kein Heal. Trauriges Leben. Ich kann es komplett abblocken mit den 6 am Ende. Sehr nice. Also du musst ihn einfach nur 5 Tanz überleben, wenn ich es richtig verstanden habe. Und er macht halt immer mehr Damage, okay. Mal harmlos. Ups. Egal, nur ein Damage. Sechzig. Okay, 20 Damage oben drauf, da. Ja. Aber okay. Interessante Art von Gegner. So, heilen. Will ich aufrüsten haben? Ich könnte damit schon interessante Karten noch verbessern. Ich glaube, ich mache das so rein. Da können wir Aufrüsten noch gleich noch verbessern. Ui, was seid denn ihr alles für ein Viecher? Oh ne, warte mal, gegen die habe ich schon mal gekämpft. Genau, das waren die, die übelst eskaliert sind, wenn man sie nicht killt. Ne, das war nicht so schlimm. Aber er war schlimm. Also schon nice, ey. Plus 8 Stärke? Entschuldige. Sehr nice. Dann halt so. Heiterpunkte, grüß dich.
So, Verderbnis, Fertigkeiten kosten 0. Immer wenn du eine Fertigkeit ausspielst, erschöpft sie. Erschöpft deine Hand. Nein, nein. Erschöpft 2 Kopien einer Angriffs- oder Machtkarte auf deiner Hand. Was sieht immer aus? Wie, wer bist du denn? Ändert seine Absicht beim Erleiden von Angriffsschaden. Aha. Was denn? Irgendwie eine nette Idee. Jetzt gucken, was passiert, wenn ich das mache. Gar nichts, okay, das ist wie ich es mir dachte. Ich denke, ich block das jetzt einfach ab. Und greif nicht an. Reißig? Okay, da greifen wir jetzt auch mal ganz oft an, bitte. Das ist ja eine nette Idee hier. Ich meine, da kriege ich jetzt zwar übelst auf die Fresse. Warte. Nice. Von 30 auf 8 Damage. Wir kriegen 6 automatisch. Völlig in Ordnung. So. 14. Einmal 9, perfekt. Ein interessanter Gegner. Einmal 14. Denke, Barrikade brauche ich jetzt natürlich nicht. Trotzdem machen. Grundsätzlich einfach noch. Ach, Barrikade brauche ich eigentlich echt nicht mehr, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt dann auch nur 8 Block. Ne, lass mal machen. Eh, unsinnig jetzt nur wegen 2 Block mehr das nicht zu spielen. Okay, und 40. Wait a second. Okay, ich sag, schlimmer kann's nicht werden. Jawohl, perfekt. Ist ja übelstes Casino, der Gegner. Einmal 3 ist halt an sich super, super chillig. Lohnt sich das? Ich meine, ich mache 31 Schaden. Ja, komm. Jetzt macht es sogar einen Debuff. Ja, das wird der Rest noch ein bisschen nervig, ich dachte. Dann. Stimmt, ich wäre ja ein Fluch ab. Durch meinen. Er ist ja mega nice. Was? Teuflische Klinge, warum nicht?
Und zeig, was du kannst. Frorenes Ei. Jede Machtkarte, die du erhältst, ist verbessert. Okay, ich denke nicht, dass ich mich hier heile. Ich denke, ich werde jetzt nochmal was schmieden. Teuflische Klinge kostet dann einfach gar nichts. Oh mein Gott, verdoppelte Stecke ist dann ja dann nicht mehr erschöpft, ne? Oh, nice eigentlich. Mehr Block. Tatsächlich denke ich, werde ich jetzt Folgendes tun. Ich glaube, ich mache Barrikade doch auf 2. Damit sie etwas leichter zu spielen ist. Ich will einfach jetzt den Full Defense Run durchziehen. Okay, das mit der teuflischen Klinge probieren wir direkt mal aus. Inhaken. 13 Schaden, ein Schwach, ein Verwund. Das ist nicht gut. Entwaffne dich, du hast am meisten Leben. Sollte ich dich. Ne, ich sollte dich entwaffnen. Mach hier Damage drauf und dann ist der sogar schon im ersten Turn weg. Pretty good. Ja, der andere ist einfach nur aushalten quasi. Der Kleine ist sowieso gleich down. Jetzt können wir uns auf den konzentrieren. Das ist viel Damage. Dafür ist der Gegner nächsten Turn tot. Halte 3 Stacheln, okay. Wenn man eine Karte erschöpft wird, halte 4 Block. Irgendwie nicht. Niederreißen plus. 3 Schwach ist aber nice. Hi, Assassino. Moment, was? Du holst eine Karte, die 0 kostet, aus dem Deck mit einer Karte und dann verdoppelst du die Nuller-Karte? Doppeln? Keine Ahnung. Auf der anderen Seite eines schwebenden Pfades ist ein reichlich verziertes Grab zu sehen. Als du das Grab erreichst, bemerkst du einen Stütz für Goldmünzen, mit dem eine Inschrift, verliere gesamtes Gold, erhalte ein Relikt. Ja, sicher. Nur das Relikt. Rote Maske, wende zu Beginn jedes Kampfes ein Schwach auf alle Gegner an. So, jetzt kommt hier. Flüchtig, füge 85 Schaden zu Blutbad. Spielen kann, spiele ich's, ansonsten ist er halt weg. Okay, ein Gegner noch, dann können wir vielleicht noch mal was verbessern. Je nachdem, was das für einer ist. Spire-Wuchs. Diese Gegner beabsichtigt, einen negativen Effekt zu wirken. Wir haben ja noch einmal Buchabwehr. Das heißt, wir kombinieren Toben. Und mit jedem Spielen dieser Karten erhöht sich der Schaden um 8. Das bedeutet, wir machen jetzt 8 Damage. Ein paar Mal. Und jetzt sind 3 Karten auf 16 Damage gebufft, die ich nachziehe, sobald wir das Deck einmal durch haben. Klingt sehr nice. Flüchtig nur für den Kampf, ja genau.
So, den Fluch wehren wir jetzt noch ab. Nein, tun wir nicht, dann ist es kein Fluch. Was ist das? Am Ende deines Zuges erleidest du 10 Schaden. Was? Uff! Oh, okay. Das ist nicht nett. Moin, Conan. Das ist nicht nett. Das ist jedes Mal so. Ja, dann nehme ich so viel Armor wie irgendwie möglich, wenn ich ehrlich bin. Wir sind auf jeden Fall nicht full heal beim Boss, aber es ist in Ordnung. Schade, müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr machen. Wir entwaffnen ihn, erhöhen unseren Angriff. Hätte ich Barrikade sogar machen sollen. Wait. Das macht 50 Damage. Ne, ist er nicht down. Shit. Ich komme noch mal zu einem Heilpunkt. Nein, das ist in Ordnung. Das war schon recht viel Damage. Ah, was soll es? So, und damit bin ich zum allerersten Mal, seit ich Slayer's Spire angefangen habe, beim Endboss. Mann. Wenn es Verschanzen Plus wäre, dann hätte ich es gemacht. Aber so vermute ich eher nicht. Oh boy. Oh oh. Oh oh. Hey, weg da. Die sind richtig fies. Die müssen down gehen, weil die machen Ritual. Die erhöhen ihren Damage irgendwann so hoch, dass du nicht mehr gegen blocken kannst. Regenerieren. Heilt 10 TP am Ende des eigenen Zuges. Immer wenn du eine Machtkarte ausspielst, erhält er eine Stärke. Und der Gegner ist noch nicht erwacht. Okay. Angriff verursachen 25% weniger Damage. Ja, ist klar. Okay, das ist hart. Also, dass wir Barrikade jetzt schon direkt mal am Anfang kriegen, ist der absolute Hammer. Also wirklich der absolute Hammer. Wenn wir teuflische Klinge verbessern. Dann kostet das nur 0. Und dann macht es nur mehr Damage. Dann würde ich sagen, ist das trotzdem auf 0 besser. Barrikade geht raus. Teuflische Klinge geht raus. Dann der Hieb geht raus. Zusammenstoß, Zusammenstoß, und ist der erste nämlich schon beim nächsten Turn down. Ränketechnisch hatte ich 4 Panzerrüstung. Oh ja, das kann ich jetzt eigentlich alles ballern. Die schwach noch nicht, aber das kann ich auf jeden Fall machen. So, Entflammen, Ekstase, Schlag und Spalten. Doppelter Block. Ja, okay. Das heißt, wir machen auf jeden Fall das. Entwaffnen definitiv den Boss.
Oh, nee, ich hätte doppelten Block machen sollen. Das war ein bisschen doof. Naja, okay, was soll's. Das ist nice, er kriegt jetzt dreimal Damage immer. So, einmal 17. Okay, das heißt, wir machen definitiv das hier, weil wir durchs Deck cyclen wollen. Oben for sure. Block haben wir genug, aber ich würde jetzt sogar fast sagen, ich scheiß drauf, Damage zu machen, sondern stacke meinen Block, um die Chance zu erhöhen, dass ich den Kampf gewinne. Okay. Ausgelassen, verteidigen, meisterhafte Rüstung, meisterhafte Rüstung. Relevant. Ich gehe jetzt voll auf Armor. Wie gesagt, das sollte ein total defensiver Run sein. Und genau diese Technik versuche ich jetzt auch durchzuziehen. Oh, super, kann ich sogar machen. Kann ich mir glatt leisten. Das heißt, ich verdoppel meine Stärke. Macht das nämlich schon 36 Damage. Na gut. Wir haben sogar noch ein bisschen Block oben drauf. Er kassiert selber nochmal 12 Damage, was auch gut ist. Ich glaube, ich fühle mich relativ sicher, er weckt zwar noch, oder er wacht zwar noch. Und ich weiß absolut nicht, was mich da jetzt gleich Krankes erwartet, aber... Ne? So, wir verbessern hier Niederreißen. Niederreißen, Schlag, Zusammenstoß. Und ich würde gerne vor dem Erwecken eigentlich noch so viel Armor aufbauen wie möglich. Dann verdoppel ich Toben und baller volle Kanne rein. Das killt er sich gleich selber, was bedeutet... Ach, Jesus Christ, jetzt kriege ich meine ganzen... Ich beende den Zug. Ich will noch ein bisschen Armor aufbauen, bevor er wacht. Ich weiß nicht, was gleich auf mich zukommt. Keine Vorsichtsmaßnahme, weil das halt zu defensiv ist. Ach, Hubert ist dann aber weg, das ist dann scheiße. Na egal, dann mache ich es jetzt. 45 muss rein. Nochmal 300 Leben. 40 Damage und er heilt sich immer noch. Mach du mal nur noch 30. Oh mein Gott, verschanzen! Yes! Gut, ich hab ein Achievement bekommen. Habe 99 Block während eines Kämpfes. Nice. Ich hab 135. Was ist Leroy 160? Das worth oder... Ja! Wenn du Aggro spielst, schon. Wenn du nicht Aggro spielst, nicht. Oh mein Gott, Toben macht halt jetzt schon so viel Damage. Leck mich fett. Oh mein Gott, das ist lecker. Ich verliere eine Energie, wenn ich das ziehe? Das klingt nicht gut. Okay, da gehe ich einfach. So drauf. Leroy ist das ein Classic, eine Must-Have. Kann so nicht anders sein. Oh Gott, das ist nicht gut, ey. Nicht ziehen. Okay, Blutbad. 36 Damage. Ich muss Toben auf jeden Fall spielen. Das heißt Verteidigung, Toben, Blutbad. Eine Menge Damage, die wir hier machen. Ich glaube, ganz ehrlich, mit 126 Schaden. Wir wollen mir noch nichts mehr einscheißen, oder? Gib ihm jetzt. Oh, zwei Leere. Aber es ist flüchtig, danach ist es weg. Aber ich verliere die nur in dem Turn, hoffentlich, weil ansonsten wird's übel. Ach, das geht ja nicht. Wenn das für immer wäre, wäre das doch zu krass.
Naja, okay, es ist nur für den Turn, das ist nicht so schlimm. Woo! Das war durch! Die Krähe ist down! Oh. Bist du? Eine tief pulsierende Bedrohung ist im gesamten Raum zu spüren. Ist dies das Herz des Spires, die Quelle des Bösen? Ziehst deine Klinge? Bam! Du verursachst 658 Schaden. Das Herz windet und sich und blutet. Doch schlägt letztendlich noch immer. Reichen deine mächtigsten Angriffe nicht aus? Hau nochmal drauf! Apex, danke schön für den 58. Du fragst dich, war ich früher schon mal hier? Wait, was? Du spürst, dass du insgesamt 658 Schaden am Herzen verursacht hast. Insgesamt wurde 14.633.707 Schaden von all jenen verursacht, die es herausgefordert haben. Herz pulsiert lauter und lauter, während dein Bewusstsein schwindet. Okay, also alle Slay the Spire-Spieler haben seit Release 14 Milliarden Damage gemacht. Läuft. Und ja, Mom's Heart. Genau so. Sieg? Fragezeichen? Ah, ich bin tot. Aber ich hab's durchgespielt. Nice. Und direkt 3 Achievements. Ja, ich hab's leider Spy halt durchgespielt. Hä, ist ja übelst geil. Ah, ich hab das Spiel, keine Ahnung, vor ein paar Tagen angefangen, bevor ich nach München gefahren bin. Und war aufgrund seines Isaac-Seins halt, war halt dann doch irgendwie gehuckt, ne? Und ich hab's jetzt, ich hab ein paar Runs gemacht. Keine Ahnung, wie viele. 6, 7, 8 Stück oder so. Und ich hab's nie geschafft, durchzuspielen. Und zack, erster Run on Stream ever. Und durchgespielt. Ich habe aber auch wirklich defensiv gespielt und ich muss sagen, es war eine gute Idee. Ich fand dieses Defensive war echt gut. Ah. Ganz ehrlich, ein großartiges Spiel. Es ist ein großartiges Spiel. Kann man nicht anders sagen. Bam. Neu klicken zum Verlassen. Ja, und da ist die erste Tür quasi. Es gibt gerade 3 Charaktere, den ersten habe ich jetzt quasi durch. Ausgerechnet mit dem ich am wenigsten gut bin, witzigerweise. Mit den anderen beiden spiele ich deutlich besser. Sehr interessant. Wenn ihr mich hier sehen, ich habe jetzt schon 21,9%, nämlich Spielzeit 10 Stunden. Das stimmt nicht ganz, weil das Spiel auch mal elendig lang offen war. Aber... Hey. Hey. Durchgespielt. Nein, das war ja zum ersten Mal. Ich weiß jetzt schon, dass das nicht das einzige Mal gewesen sein wird. Ich hoffe, dieses wundervolle Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass gerne eine Bewertung da und schreib mir natürlich einen Kommentar zu dem Video. Vielen lieben Dank an die geilen finanziellen Supporter, die es mir nach wie vor möglich machen, diese YouTube-Videos für euch produzieren zu können. Wenn du dich dieser Liste anschließen möchtest, klick unter dem Video einfach mal auf den Mitglied-Werden-Button. Ich würde mich allerdings auch freuen, wenn ihr aus der Videobeschreibung einfach meine Affiliate-Links nutzt, für Amazon zum Beispiel, für Display-Bestellungen oder natürlich auch Spiele auf Instant Gaming. Damit könnt ihr mir schon sehr viel weiterhelfen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, klickt auf den Abo-Button und natürlich auch auf die Glocke, denn nur dann werdet ihr auch wirklich benachrichtigt. Und für weitere Wolf-Action gibt es jetzt noch 2 Videos für euch. Und wenn ihr die schon kennt, klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Denn da gibt es eine Liste mit über 200 Projekten, die ich abgeschlossen habe. Ich bin sicher, da ist noch was für euch dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.